In diesem Video geht es um das motorische System. Und zwar wollen wir uns den motorischen Kortex angucken, ein bisschen auf die physische Ergonomie gucken und dann am Ende schauen, was wir eigentlich beachten müssen. Also hier auf die Guidelines, auf die ergonomischen Guidelines gucken für die HCI. Genau. Wir haben gelernt bei der menschlichen Informationsverarbeitung, dass wir erst Dinge wahrnehmen, dann die Dinge verarbeiten und dann in Aktion treten. Und hier kommt eben das motorische System zum Tragen. In Aktion treten heißt nämlich uns bewegen, etwas tun, etwas anfassen, unsere Augen bewegen, uns irgendwohin bewegen. Genau. Was wir schon gelernt haben, ist das sensorische System. Das ist hier in dem Gehirn durch den blauen Streifen gekennzeichnet. Und ich habe euch auch schon gesagt, dass das motorische System gleich in der Nachbarschaft ist, nämlich parallel daneben, und das ist rot gekennzeichnet. Bei dem sensorischen System haben wir auch schon drüber geredet, dass die Sensorik der Hand zum Beispiel sehr reich ist und hier sehr viel Platz auf dem Gehirn einnimmt, zum Beispiel auch die Lippen, und von daher wir so eine 3D-Infografik, nämlich den Homunculus, generieren können, wo halt die Hand viel größer ist als zum Beispiel die Knie, weil wir hier halt mehr sensorische Kapazität haben. Das motorische System, wie gesagt, liegt ja gleich daneben. Hier haben wir ähnliche Größen. Und was aber ein bisschen anders ist, ist zum Beispiel, dass für die Hand noch mehr Raum zum Beispiel gegeben wird innerhalb des Menschen, also auf dem Gehirn, als schon im sensorischen System. Und wir wissen ja auch, dass wir mit der Hand eine Menge machen können. Also wenn wir trainiert sind, können wir ein Instrument spielen, sehr virtuos. Wir können stricken, Schnürsenkel binden etc. Das heißt, die Hand ist ein wahnsinnig gutes Werkzeug, um die Welt zu manipulieren, um halt hier mit der Welt zu interagieren. Und das ist auch für die HCI sehr interessant. Genau, das ist eine Zeichnung der Hand, eine anatomische Zeichnung. Hier will ich euch nur nicht die Gelenknamen vorenthalten, nämlich hier sehen wir, dass zwischen jedem Fingersegment haben wir Gelenke, zum Beispiel das zwischen dem ersten und zweiten wird DEP abgekürzt am Zeigefinger. Und an der folgenden Grafik, und das ist mir an der Stelle wichtiger, sehen wir die Freiheitsgrade für jedes Gelenk. Das heißt, das erste Gelenk an meinem Zeigefinger hat einen Freiheitsgrad, und ich kann den quasi hier dieses Gelenk nur in eine Richtung bewegen. Das gleiche auch beim zweiten. Hier sehen wir zwei Freiheitsgrade. Ich kann es nämlich knicken, aber auch leicht hin und her bewegen. Genau. Und der Daumen hat drei. Hier sind wir am beweglichsten. Und jedes Gelenk hat so maximale Winkel, die es quasi sich bewegen kann. Das heißt, hier das oberste Gelenk können wir circa 80 Grad einknicken und das nächste circa 100 Grad. Das sind Beschränkungen, die sind von Mensch zu Mensch ein bisschen verschieden. Meine Hand ist eher beweglicher, das nimmt mit dem Alter ab, und es gibt auch Menschen, die haben vielleicht ein bisschen kräftigere Hände und können dann auch die Hände nicht so gut bewegen. Genau. Vielleicht habt ihr gerade schon gesehen, dass ich Dinge auch immer zusammen bewege. Das heißt, hier diese Gelenke, ich kann nicht meinen Finger wirklich einzeln bewegen. Wir haben hier so eine Abhängigkeiten der Bewegung. Und zum Beispiel, falls ihr Klavier spielt, wisst ihr auch, dass zum Beispiel, wenn ich den Mittelfinger bewege, sich immer ein bisschen mein Ringfinger mitbewegt. Wenn man Klavier spielen lernt, muss man wohl den Finger so ein bisschen wie fixieren, um zu trainieren, hier die Finger getrennt zu bewegen. Wir sehen hier aber anatomisch, was das für einen Grund hat. Wir haben nämlich hier die Sehnen. Und wir haben zum Beispiel den Mittelfinger und den Ringfinger. Da gibt es ja eine verbindende Sehne, die sich halt hier teilt. Und dasselbe auch bei dem Ringfinger und dem kleinen Finger. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, was die Hand kann und was sie nicht kann, haben wir nicht nur die Freiheitsgrade der Hand, sondern wir wissen halt auch, dass manche Bewegung auch nicht allein vollzogen werden kann. Also manche Gelenkbewegung braucht eine andere Gelenkbewegung und wird die immer so ein bisschen mit sich ziehen.
Genau, was sind jetzt eigentlich die Faktoren für die Hand, die wir betrachten wollen in der HCI? Und wir reduzieren uns hier auf die Hand, zum Beispiel auch in dem Human Processor Model haben wir ja auch nur die Hand betrachtet. Das heißt, das ist mit Sicherheit reduziert, aber es ist immer noch unser dominantes Eingabegerät, also unser menschliches Eingabegerät, wo wir quasi dann Input für den Computer erzeugen. Und worauf wir achten müssen ist, wir können halt nur eine gewisse Größe von Dingen greifen. Das heißt, ne, hier dieser Pointer ist relativ klein, den kann ich greifen mit einer Hand. Unsere Telefone sind klein genug, um die zu greifen. Bei Tablets nehmen wir da manchmal schon zwei Hände, so ein Laptop braucht auf jeden Fall zwei Hände. Das heißt, der Formfaktor muss sich an die Hand anpassen. Dann natürlich auch das Gewicht, das hängt ganz logisch zusammen. Wenn ich irgendwo Druck ausüben muss, zum Beispiel wenn ich einen Knopf drücke, einen physischen Knopf, dann muss das der Kraft entsprechen, die ich zum Beispiel mit dem Finger oder der Hand ausüben kann. Und die Finger, die Bewegung, die wir mit Fingern und Händen machen, für Gesten zum Beispiel, muss dem entsprechen, was wir in der Lage sind zu tun. Und auch die zum Beispiel Bereiche, wenn ich jetzt sage, hier habe ich zum Beispiel Knöpfe, ne? Das heißt, die Bereiche, wo die Knöpfe sind, die sind ja gemappt auf das, was ich mit dem Daumen erreiche, während ich diesen Pointer anfasse. Das heißt, wir haben halt hier Gegenden, die erreichbar sind und hier hinten, das wäre halt für mich nicht mehr erreichbar. Na und wenn wir Button in einer gewissen Zeit erreichen wollen, dann ist es auch wichtig zu wissen, dass wir hier eine gewisse, das ist ja ein Weg, den ich zurücklege. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Geschwindigkeit und eine gewisse Zeit, die es halt einfach braucht, einen Button zu drücken. Genau. Und zu den Formen, also zu den Formen von Geräten zum Beispiel, die wir greifen, die wir anfassen, die wir berühren. Hier gibt es im Produktdesign ergonomische Faktoren, wo halt geschaut wird, wie die Hand aussieht und dann hier ergonomische Formfaktoren entwickelt werden, die sich hier, wie an dem Beispiel zu sehen, in die Hand anschmiegen. Hier geht es um Formen, Größen etc. Dann beim Gestendesign haben wir jetzt besprochen, dass wir Freiheitsgrade haben und von daher gewisse Bewegungen ausführen können. Das betrifft die Hand, aber auch den Arm zum Beispiel, ne? Hier haben wir jetzt auch einen Freiheitsgrad. Bei der Hand haben wir wieder so einen Kugellenk, da können wir wieder von drei Freiheitsgraden reden. Und von daher haben wir jetzt bei Gesten halt auch einfach ein paar Gesten, die gut funktionieren und andere Gesten, die nicht so gut funktionieren, ne? Das sehen wir hier Pointing. Ist eine wahnsinnig gute Geste, die lernen wir schon als Kind und von daher können wir die auch einfach. Oder zum Beispiel, genau, etwas vielleicht zu zeigen, etwas wegzuwischen etc. Das geht einfach konform mit den Möglichkeiten, die wir physisch haben. Genau, das ist ein Gestenset, das mit dem Ziel entwickelt wurde, explizit ergonomisch zu sein, weil hier eben wie am Beispiel von dem Pointer Fingergesten definiert wurden, das heißt, im Prinzip könnte man hier tappen oder einen Button erreichen, die wir in der Lage sind auszuführen, wenn wir ein Objekt halten oder aber auch umfassen, wie ein Lenkrad. Das müssen wir nicht festhalten, das umfassen wir, von daher haben wir hier einen losen Griff. Wenn wir einen Stift halten, haben wir einen festen Griff mit einer speziellen Konfiguration und von daher sind hier auch sehr viel weniger Gesten möglich, nämlich vor allem Tap-Gesten und auch so Dreck-Gesten. Genau, dann haben wir bereits gelernt, dass wir manche Dinge erreichen können, hier auf so einem Gerät und manche Dinge nicht. Das sind Ergonomiestudien mit einem Tablet. Und zwar sehen wir hier, so wie Schmutz, die Bereiche, die halt eben erreicht wurden. Und wir haben jetzt hier auf der linken Seite, wenn wir uns vorstellen, ich habe ein Tablet in der Hand und mein Finger, der ist in Tinte getaucht und der malt jetzt so einen Bereich hier. Das haben wir natürlich mit dem Touchscreen gemacht. Dann sehen wir hier die Bereiche, die links der Daumen an beiden Seiten des Tablets erreichen kann, während wir das in der Hand halten und rechts der Zeigefinger. Und was unten jeweils in den Grafiken noch angemerkt ist,
ist der durchschnittliche oder der Median die Länge für die Länge des Daumens und des Indexfingers, immer vom letzten Segment angemessen. Und was wird uns da klar? Das heißt, wir können halt nur die Dinge erreichen, die die Länge unserer Finger oder unseres Arms etc. haben. Was wir natürlich verlängern können, wenn wir uns vorneigen, aber wir haben ja einfach anatomische Vorgaben und die bestimmen halt, was wir erreichen können und was nicht. Und natürlich kombiniert auch der Daumen kann halt hier auch einen Kreis bewegen und von daher die Länge des Daumens kombiniert mit den Freiheitsgraden. So, und wenn wir sowas wissen, dann können wir Interfaces gestalten. Dann wissen wir nämlich zum Beispiel, wir wollen jetzt intelligente Zeitungen, also so Smart Objects gestalten und wollen halt sagen, okay, während wir so eine Zeitung in der Hand halten, können wir ja irgendwo drauf tappen. Und mit Hilfe solcher Ergonomiestudien können wir dann zum Beispiel sagen, okay, wir können mit dem Daumen hier so also unsere Finger erreichen zum Beispiel und ein Menü wäre vielleicht auch eher geneigt, wie jetzt hier in der Teilgrafik C, weil der Daumen natürlich so eine Kreisform beschreibt. Genau, und der letzte Punkt, auf den ich hingewiesen habe, war, dass wir ja unterschiedlich lang brauchen, um vielleicht einen Ort zu erreichen, wo ein Button ist. Das ist jetzt wieder ein Beispiel des Tablets, das halten wir fest. Und anhand dieser Heatmap sehen wir jetzt, wie lang etwas braucht, damit wir dahin tappen. Und das sind jetzt wieder kreisartige Regionen, weil unser Daumen halt kreisförmige Bewegung vollführen kann. Und diese Farben bedeuten jetzt Zeiten, das wird in der Grafik nochmal klar. Und das heißt, da, wo der Daumen halt ruht, da sind wir wahnsinnig schnell. Das sind jetzt hier sowas wie 600 Millisekunden, um hier zum Beispiel einen Button zu erreichen. Und je weiter wir uns wegbewegen, dauert das halt unendlich viel länger. Und wir haben hier diese gespiegelte Form, weil wir das natürlich für beide Daumen angeschaut haben. So, damit bedanke ich mich und wünsche euch mal wieder einen schönen Tag.